Hallo Philipp. Hallo Marius. Wir Freut wollten mit mich. sprechen, gell? Jawohl, wir haben ein Dann kleines Anliegen. lass uns mal reingehen. Das besprechen wir im Büro. Ja, ihr beiden, herzlich willkommen im Rathaus. Vielen Dank für euren Besuch. Ihr habt ein Anliegen. Was wollt ihr denn von mir? Ja, genau. Vielen Dank, dass du uns empfängst. Wir brauchen für unser Lager an der alten Schule in Negelsbach brauchen wir Strom. Und wir müssen da ein Projekt starten, dass wir endlich Licht und Strom in unser Lager stellen. Das kann ich verstehen. Das passt ganz gut, weil wir planen, eine Elektroverteilung neue zu machen in der alten Schule, damit auch der Adventsmarkt und andere Veranstaltungen besser mit Strom versorgt werden. Die würden wir übernehmen, damit auch entsprechend die Versorgung da ist. Und wenn ihr dann die Erdarbeiten bis hinten zum Gebäude macht, wo ihr eure Lager drin habt, dann wären wir auf einer Wellenlänge und könnten das gemeinsam durchziehen. Damit wäre es auch noch nicht getan, Tobias. Wir brauchen auch noch Strom im Lager. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, dass der Haushalt beschlossen ist und dass die Mittel dafür noch nicht zur Verfügung stehen. Habt ihr da eine Idee, was wir da vielleicht irgendwie noch Drittmittel einholen können? Haben tatsächlich schon ein Projekt gestartet, und zwar über die Stadtwerke Langen, ein Crowdfunding-Projekt, wo wir die benötigte Summe, da sprechen wir von 6.000 Euro, ja, über die Bürger und Bürgerinnen aus Egelsbach einsammeln würden. Das finde ich eine super Idee. Da würde ich gern mitmachen. Ich gebe gleich die erste Summe dazu. Ich würde vorschlagen, 200 Euro für den Start. Und ich fordere alle Egelsbacherinnen und Egelsbacher auf, mir es nachzumachen. Die Kerbgemeinschaft braucht für ihre Lagerräume Strom. Spendet fleißig. Den Link findet ihr im entsprechenden Bericht. Danke. Vielen Dank. Gerne.